Hallo meine Lieben, wir sind heute in Moosbrunn und schauen uns ein richtig cooles Haus an. Hinter mir seht ihr es eh schon, aber ich hätte gesagt, wir gehen einfach mal rein und schauen. Los! Alleine schon beim Reinkommen, total süßer kleiner Vorgarten mit einem kleinen Baum dazu. Ihr werdet es dann drinnen sehen, man sieht nämlich vom Wohnzimmer raus, schaut richtig, richtig cool aus. Aber gehen wir mal kurz rein. So, wir sind jetzt drinnen. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick, eine kleine Führung. Also, da fangen wir mal an mit der Garderobe. Wie ihr schon gemerkt habt, ich habe mir Jacke und Schuhe ausgezogen, denn im ganzen Haus gibt es eine Fußbodenheizung, was ziemlich, ziemlich geil ist. Gleich, wenn man reinkommt, rechts ein super cooles WC mit Fenster. Ihr kennt das alle. Man kommt von Einkaufen heim und muss ganz, ganz, ganz dringend. Dann ist es praktisch, dass es gleich da rechts am Eingang ist. Gut. Eins weiter quasi. Da habt ihr noch ein kleines Abstellkammer, was auch immer ganz praktisch ist. Wir wissen, dass in einem Haus sammelt sich sehr viel Sachen an, die man halt dann irgendwo verstauen muss. Wir gehen dann gleich in die Küche. Was ich ganz cool finde, ihr habt Mikrowelle und Backrohr gleich auf Augenhöhe. Das ist sehr viel wert. Auch der Apothekerschrank, die Hausfrauen wissen, wovon ich spreche. Gleich daneben Kühlschrank, darunter Gefrierfach, braucht man natürlich auch für Tiefkühlpizza und so, wenn ich kochen mag. Ihr hättet aber zum Kochen natürlich auch genug Platz. Die Küche in total schönen, zeitlosen Farben, finde ich immer ganz super. Wenn man jetzt noch weiterkommt, da auf der Seite dann auch noch genug Platz für Ablage, Kaffeemaschine, Brotschneidermaschine, was auch immer ihr wollt. Ein Blick Richtung Fenster. Kurze Info für euch, die Möbel bis auf die Küche kommen alle raus. Aber nur, dass ihr mal seht, wie es ungefähr sein könnte. Der Garten da draußen habe ich vorher beim Reinkommen schon erwähnt. Das ist eben genau das für kleines Frühstücksterrasse quasi. Auch wenn ihr drinnen sitzt, kommt immer genug Sonnenlicht rein. Das heißt, sehr, sehr angenehm. Gut, gehen wir gleich mal ins Wohnzimmer. Wir stehen gleich im riesigen Wohnzimmer. Wie man sieht auf der Seite, ihr habt genug Platz für einen riesen Wandverbau. Hinter mir sieht man schon den wunderschönen Garten. Aber da schauen wir uns dann später noch genauer an. Couch natürlich auch für eine riesengroße genug Platz. Was auch cool ist, ihr habt sogar, weil es eben so großräumig ist, sogar noch Platz für ein Büro. Gut, die Stiegen sind auch richtig, richtig cool. Gehen wir mal rauf und schauen mal, was oben los ist. Stairway to heaven quasi. Gut, gehen wir gleich mal ins erste Zimmer. Erstes Zimmer, das hat gleich ein kleines Special. Und zwar, die Tür, durch die ich gerade gekommen bin, ist nicht die einzige, mit der man dieses Zimmer betreten kann. Ich zeige euch gleich warum. Und zwar, ihr hättet die Möglichkeit, dass ihr da eine Wand einzieht. Das heißt, ihr habt da ein Zimmer und hinter mir, kommt mal kurz mit. Die Herrschaften haben es jetzt als ein Zimmer gelassen. Man sieht genug Platz für Bett, Kasten, Staumöglichkeiten. Und da drüben ist die Tür, mit der man auch in das Zimmer reingehen könnte. Das heißt, entweder ihr lasst es als eins oder ihr macht es zwei draus. Je nachdem, wie ihr es halt braucht. Gut, gehen wir gleich mal ins Bad. Ihr seht eh, ihr habt genug Platz für Waschmaschine. Wenn man das Kastel da weglässt, könnte sogar noch ein Trockner rauf, wer das möchte. Aber genug Staumöglichkeiten. Was cool ist, ihr habt eine Badewanne und eine Dusche. Gibt es auch nicht immer. Und natürlich dann noch ein zweites WC. Man kennt das, wenn man mit vielen Leuten in einem Haus wohnt. Es ist immer ganz praktisch, wenn es noch ein zweites gibt. Noch ein Special. Das Haus ist nämlich voller Special. Wer hat im Bad schon einen Abstellraum? Niemand. Deswegen, go get it. Gut, Kinderzimmer. Schön geräumig, ihr habt genug Platz. Es passen sogar zwei Betten rein. Wie man sieht, es ist auch total sonnig und eine wunderschöne Aussicht. Ihr habt nämlich Bäume und so vor der Tür. Das heißt, es ist auch ganz angenehm dann für die Kinder. Gut, ich habe euch den Garten versprochen und den gehen wir jetzt auch gleich anschauen. Los. So, wir sind wieder draußen. Als kleine Gedächtnisstütze für euch, da sind wir reingekommen. Kleine Info, das steht normalerweise nicht da. Das heißt, ihr habt wirklich fürs Auto ein Carport. Wenn jetzt noch Besuch zu euch kommen würde oder so, ihr habt draußen vor dem Haus auch genug Stellplätze. Gehen wir kurz weiter. Das Haus hat keinen Keller, aber es hat einen Einlagerungsraum, wo ihr dann genug Platz habt für Fahrräder und den ganzen Schmarrn, der sich halt dann einfach mal ansammelt. Gut. Und jetzt schauen wir uns gleich den Garten an. Los! Kleines Special wieder mal bei dem Garten. Ihr habt eine automatische Beregnungsanlage, was immer ganz angenehm ist. Da zum Beispiel Platz für Gemüsebeet oder so, für die Hobbygärtner unter euch. Wie man jetzt eh schon sieht, es ist sehr, sehr großzügig. Das heißt, für die Kinder genug Platz zum Spielen. Wenn man sich noch irgendwie Schaukel reinstellen will oder so ein Obelix-Kessel, bleibt euch überlassen. Da noch genug Platz für so eine kleine Lounge oder sowas. Das ist das Fenster, wo wir vorher schon im Wohnzimmer gestanden sind, quasi, wo man dann rausgeschaut hat.
Wer sich jetzt fragt, was dieses silberne Rohr da ist, ihr habt die Möglichkeit, innen im Wohnzimmer einen Kamin zu machen. So, ich weiß, das war jetzt sehr viel Input, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen für euch. Also, unten riesiges Wohnzimmer mit sogar Platz für Büro, eine wunderschöne Küche. Ihr könnt vom Wohnzimmer in den Garten gehen. Wenn man dann rauf geht, habt ihr Schlafzimmer, Badezimmer, Kinderzimmer. Das Haus hat keinen Keller, dafür aber einen richtig coolen Einlagerungsraum. Wie man sieht, der Garten auch riesig groß. Also, bleibt nichts, was noch offen ist. Auf die Plätze, fertig, los!